Mein Name ist Karl und das hier sind Max und Moritz, unsere beiden neuen Proteinriegel hier bei Koro. Ganz kurz zu mir, ich würde von mir, ohne zu übertreiben, sagen, ich habe bestimmt schon 80-90% der Proteinriegel auf dem Markt da draußen getestet. Die beiden hier gehören definitiv mit zu meinen Favoriten. Warum? Wichtig bei so Riegeln ist natürlich zunächst mal der Geschmack, denn was euch nicht schmeckt, wollt ihr wahrscheinlich auch nicht essen. Wir haben hier einmal bei Max Milk Chocolate Caramel Cookie Dough und bei Moritz White Chocolate Vanilla Cookie Dough. Die Cookie Dough Masse im Inneren hat ein super Aroma, schmeckt wirklich nach Cookie Dough, kommt auch von der Konsistenz etwas ran. Außenrum habt ihr dann eben Schokolade, Milchschokolade oder weiße Schokolade mit richtig geilen Crispies und darunter einmal eine Vanillemasse, die geht so ein bisschen in Richtung Vanillepudding und einmal eine wirklich leckere Karamellmasse. Die Konsistenz von den beiden, Wahnsinn. Ihr habt außen, wie schon bereits erwähnt, diese crunchige Schicht, die so ein tolles Mundgefühl gibt. Und innen der Kern ist aber auch super weich und schmeckt auch absolut nicht nach Protein oder Proteinriegel, wie ihr es sonst schon kennt. Auch wichtig sind natürlich die Nährwerte. Wir haben bei den beiden Riegeln so gut wie kein Zucker und wir haben 32 bzw. 33% Protein. Also wirklich ein toller Eiweißriegel mit tollen Werten. Und was wir, natürlich, wir sind hier bei Koro, wir stehen für Transparenz. Bei Eiweißriegeln muss man auf eine Zutat achten, das ist Kollagen. Kollagen ist nämlich Eiweiß, das kann von unseren Muskeln nicht verwertet werden. Auch wir bei Koro, wir haben in unseren Riegeln etwas Kollagen drin, was wichtig ist für die Konsistenz, aber wirklich in der Zutatenliste weiter hinten. Was bedeutet, ihr könnt fast die volle Menge Eiweiß verwerten. Also macht euch darüber keine Gedanken. Ich kann euch die beiden Riegel wirklich nur ans Herz legen. Probiert sie aus, lasst uns eine Bewertung da und wir freuen uns, von euch über eure Erfahrungen mit Max und Moritz zu hören.